Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, das nicht besonders umfangreich werden wird. Und zwar spiele ich Montague's Mount. Das ist ein Indie-Game, über das ich relativ wenig weiß. Die Kritiken sind sehr durchwachsen. Also es gibt viele schlechte Kritiken. Es gibt aber auch einige Leute, die dieses Spiel ganz gut fanden. Und es geht so ein bisschen in die Gänsehaut-Mystery-Richtung anscheinend oder gruselig. Allerdings jetzt nicht im Sinne von blutig, soweit ich das weiß. Und man muss wohl ein bisschen erkunden. Ich habe das jetzt also auch hingekriegt, dass das Spiel auf Deutsch läuft. Deshalb möchte ich da gar nicht mehr dazu sagen. Als Indie-Game ist, wie gesagt, zu erwarten, dass es nicht besonders lange dauert, das ganze Projekt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das wirklich am Stück gleich gönnen werde oder mit Unterbrechungen. Das werde ich dann sehen. Ich möchte da jetzt auch gar nicht lange rumreden. Wir werden uns jetzt gleich mal die Insel anschauen. Also das Ganze spielt auf einer Insel. Und hier sehen wir schon, es gibt also Checkpoints. Man kann nicht manuell speichern. Ich habe hier mal reingespielt, aber wirklich nur ganz kurz, vielleicht 5 Minuten, wenn überhaupt, um einfach zu gucken, wie läuft es mit der Steuerung. Wir steuern mit WASD und mit der Maus. Haben noch ein paar andere Tasten belegt, das ist an sich recht einfach gehalten. Und wir starten jetzt aber natürlich ein neues Spiel und lassen uns überraschen, was da passiert. Eins möchte ich noch kurz vorneweg sagen. Ich habe aufgrund meiner mangelnden Laptop-Leistung ein paar Einstellungen vorgenommen, was die Grafik angeht. Und ich habe auch die Filmkörnung herausgenommen. Vielleicht werden da manche jetzt fluchen, also man kann das auch spielen, damit, ja, dass im Game quasi so eine Filmkörnung auftritt im Bild. Mich hat das persönlich sehr gestört, muss ich sagen. Und ich habe das jetzt rausgenommen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich glaube, es ist zum Anschauen auch angenehmer so. Falls euch das nicht gefällt, dann müsst ihr dieses Spiel leider woanders anschauen, denn ich werde das auch bei dieser Einstellung belassen, weil es für mich eben angenehmer ist. So, jetzt geht's aber los. Ja, möchte ich. Als das Salzwasser meine Augen verlässt, konzentriert sich mein Blick auf meine gefiederten Freunde, die mich von oben beobachten. Ich bin wohl über Bord gegangen. Ja, das muss mir passiert sein. Irgendwie muss ich über Bord gefallen sein. Meine Kleidung lässt ein Leben auf dem Meer vermuten, aber ich habe keine Erinnerung daran. Oder an irgendetwas anderes. Selbst mein eigener Name verbirgt sich momentan vor mir. Ich muss herausfinden, was mich zu diesem Strand geführt hat. Und diesen Ort irgendwie verlassen. Ja, da sind wir jetzt und wir wissen noch nicht, wer wir sind, wie wir hierher gekommen sind. Anscheinend haben wir wohl Schiffbruch erlitten oder sind über Bord gegangen oder ähnliches. Sind jetzt an einem Strand aufgewacht. Ja, basiert auf einer wahren Geschichte. Ich sag jetzt mal, wer es glaubt. Ja, kommt natürlich immer gut, wenn man das so deklariert. Ich sehe das jetzt mal eher kritisch, beziehungsweise ignoriere diese Info mal ganz gerne. Ja, wir spielen das Ganze in der Ego-Perspektive und es ist jetzt am Anfang etwas unangenehm hier, denn uns geht es wie gesagt nicht besonders gut. Das heißt, die Steuerung ist gerade relativ hakelig. Ich schwanke und humple hier durch die Gegend und das wird aber gleich ein Ende haben. Die Ansicht ist gerade schwarz-weiß, das ändert sich aber noch. Insgesamt haben wir es hier auch immer wieder so ein bisschen mit verwischter Grafik zu tun. Ist eigentlich gar nicht so schlecht gemacht hier jetzt gerade.
Und das werden wir uns jetzt alles gleich noch anschauen. Nur damit es für euch und auch für mich ein bisschen angenehmer ist, werden wir erstmal dafür sorgen, dass wir uns hier ein bisschen besser bewegen können. Also das bin jetzt nicht ich, sondern das ist wirklich der Charakter, der hier humpelt und schwankt. Ich kann hier jetzt nicht gerade und flüssig laufen. Und hier haben wir Gegenstände, die wir uns anschauen können. Das machen wir gleich mal. Hier steht schon, wichtiger Gegenstand, Handlungsstrang, Strang, Suche auf der ganzen Insel danach. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Das ist ein Zettel. 15. März 1993. Krankheit auf der Insel. Die Insel wird von einer Krankheit heimgesucht, die sich schnell ausbreitet. Unser ortsansässiger Arzt und mein guter Freund Daniel McLaurin meint, es sei die Grippe, doch mein Gefühl sagt mir, es ist etwas Ernsteres. Ob die Krankheit wohl schon den Gipfel erreicht hat? Jemand sollte mal nachsehen. Ja, 1993 ist also ein paar Tage her, 23 Jahre, und wir befinden uns auf einer Insel, die wohl einen Berg hat, denn von einem Gipfel war die Rede. Ist ja auch naheliegend bei dem Titel Montague's Mount, also Montague's Berg. Und hier ist wohl eine Krankheit im Gange, die hier sich wohl an den Inselbewohnern zu schaffen macht. Blödes Deutsch. So. Ich könnte jetzt, also das ist jetzt das, was ich schon gespielt habe. Ich habe mir diesen Zettel angeschaut, dann ist da hinten noch ein Zettel und dieser Zettel, der da hinten hängt, den schauen wir uns dann schon noch an, keine Sorge. Der sagt mir, ich soll einen Wanderstab suchen, bevor ich weitermache. Und den Wanderstab habe ich direkt hier gefunden. Und damit können wir besser laufen. Und weiter habe ich auch noch gar nicht gespielt. So, Checkpoint erreicht, Erfolg abgeschlossen, ein Wanderstab, schon besser. Ja. Jetzt geht das gar... Ja, so, da macht es doch gleich viel mehr Spaß. Und jetzt werden wir uns erstmal den Strand anschauen. Also hier hinten geht es auch noch weiter. Ich hätte gerne die Mausempfindlichkeit ein bisschen runtergestellt, aber die Einstellung gab es leider nicht. Blöderweise kann ich auch im Spiel Sound- und Grafikeinstellungen nicht ändern. Ich komme hier in kein wirkliches Menü rein. Ich kann raus, also wieder auf den Hauptbildschirm zurück, aber dann würde ich halt beim nächsten Checkpoint weitermachen. Wenn ich jetzt im Spielverlauf das Gefühl habe, ich muss irgendwas anders einstellen, würde ich also zu einem Checkpoint spielen, dann raus ins Menü gehen und dann wieder weitermachen. Aber im Moment, glaube ich, kommen wir ganz gut zurecht. So. Wir können hier nicht allzu viel machen. Überall, wo dieses I erscheint, kann ich den Gegenstand anklicken. Ja, 25 Objekte untersucht. Ja, ich habe ja, wie gesagt, schon mal reingeguckt. Und dann bekommen wir hier angezeigt ein Holzfass. Beryl Admate. Ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht. Meine Vermutung ist, weil ich habe mir ja ein paar Gegenstände angeschaut und da wird immer diese Übersetzung angezeigt, dass das vielleicht gälisch sein könnte. Eine Holzpalette. Ich habe ein bisschen gälische Musik zu Hause mit auch den Texten dazu und diese Worte hier, die hier eingeblendet werden, erinnern mich doch sehr an gälisch. Ein weggeworfenes Foto. Also diese Gegenstände können wir nicht aufsammeln. Auch da hinten, bei dieser Nachricht, die wir gesehen haben, wir haben die Nachricht nicht im Inventar. Wir konnten sie uns dort vor Ort näher anschauen, sodass sie eingeblendet wurde. Aber wir haben sie nicht im Inventar, obwohl es ein Inventar gibt. Und alles andere da hinten, da war jetzt auch nichts, was ich hätte nehmen können. Also bitte jetzt nicht denken, dass ich das jetzt hier alles übergehe. Ich werde jetzt aber trotzdem versuchen, mir das hier alles schön genau anzuschauen. Eine Milchkanne. Also ich werde jetzt auch nicht unbedingt bei jedem... Was ist das hier? Eine Festmacheboje. Auch ein komisches Festmacheboje. Ich werde jetzt vielleicht nicht jeden Gegenstand, der absolut offensichtlich ist, angucken, nur um zu hören, was es ist. Es sei denn, ich kriege eben dieses Handsymbol angezeigt, dann kann ich mir den Gegenstand näher anschauen oder sogar mitnehmen. So, und hier ist jetzt gleich so ein kleines erstes Ärgernis in dem Spiel. Hier hängt nämlich ein Zettel. Und wenn ich da jetzt hingehe, den kann ich jetzt nicht einblenden. Den kann ich nur so lesen, wie er da hängt. Und wenn ich da jetzt eine blöde Perspektive habe, dann kann ich den eben nicht lesen. Und er bewegt sich auch im Wind. So, also drücke E, wenn du das Informationssymbol oder das Interaktionssymbol ansiehst. Genau. Aufgabe, suche am Strand nach einem provisorischen Wanderstab, bevor du den Strand verlässt. Genau. Montague's Mount Tipp. Also ich finde es ja schon mal etwas merkwürdig, dass wir hier an einer Insel sind und dann hängen da Zettel vom Entwickler rum. Aber gut, nein, ich will jetzt nicht alles kritisieren.
ich will jetzt auch nicht die Stimmung kaputt reden, die eigentlich sehr schön ist, mit diesem schlechten Wetter, Dunkelheit, leichte Nebelschwaden, getrübte Sicht so ein bisschen. Und also hier geht es dann wohl auch weiter. Ich möchte mich aber schon gerne erst noch am Strand umschauen. Denn was ich gelesen habe in einer Kritik, ist die Tatsache, dass man teilweise dann nicht weiterkommt und dann einen langen Weg zurücklegen muss, weil man irgendwas übersehen hat. Und das möchte ich vermeiden, auch wenn es mir wahrscheinlich nicht ganz gelingt. Ein Kochtopf, noch mehr Bojen, also das, wie gesagt, solange ich nicht mit irgendwas interagieren kann, ein alter Koffer, werde ich mir jetzt vielleicht nicht jeden Gegenstand anschauen, solange mir nur angezeigt wird, was es ist. Aber sobald ich da nähere Infos bekomme, ein Holzfass, oder etwas mitnehmen kann, dann werde ich da natürlich drauf eingehen. Ich glaube, ich kann nicht springen, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe mir die Tastenbelegung mal abfotografiert, damit ich da zwischendurch mal nachgucken kann, wenn mir was nicht ganz sicher ist. Aber ich glaube, dass das ganz gut erklärt wird. Hier ist jetzt noch ein Zettel. Schauen wir mal. Genau. Und da seht ihr das jetzt. So kann ich den schon mal ganz schlecht lesen. Ich muss also gucken, dass ich da wirklich möglichst gerade hingehe. Ein Stück Papier wird mir hier nur angezeigt. Also der wird mir nicht näher eingeblendet. Und wenn ich jetzt hier näher rangehe, klicke mit der linken Maustaste, um mit Gegenständen zu interagieren, wenn du das Interaktionssymbol siehst. Task. Collect the colored wooden... Das kann ich lesen. For later use. Okay, also da haben sie die Übersetzung nicht ganz hingekriegt. Das hier kann ich jetzt mitnehmen. Was haben wir da? Ein bunter Holzkolben. Wurde dem Inventar zugefügt. So, ins Inventar kommen wir mit der Taste I. Da wird er jetzt angezeigt. Ein bunter... Drei eigentlich. Ein bunter Holzkolben, drei. Okay. Keine Ahnung, was wir damit anfangen sollen. Sehr schöne Hintergrundmusik. Ich hoffe, dass es da keine Probleme mit gibt, aber bei einem Indie-Game, ich denke jetzt mal nicht. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht die Spielsounds etwas lauter drehen sollte. In der Testaufnahme fand ich es eigentlich laut genug. Wir können übrigens nicht ins Wasser gehen. Also da drüben ist ja auch noch so ein Strandabschnitt, aber an den komme ich jetzt noch nicht ran. Und da hinten, da scheint auch noch was zu sein. Aber da komme ich jetzt natürlich auch nicht hin. Da lauter Rettungsringe. Hier die Nachricht, die wir vorhin gelesen haben. Also offenbar haben wir wohl wirklich Schiffbruch erlitten und sind hier angeschwemmt worden. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Man hat übrigens die Möglichkeit, dieses Spiel mit Oculus Rift zu spielen. Diese technische Möglichkeit fehlt mir und da hättet ihr ja auch nichts davon. Ein angespültes Fass. Also zumindest die Demo-Version, glaube ich, kann man mit Oculus Rift spielen. Und es ist wohl, habe ich auch gelesen, ich weiß jetzt nichts zur Handlung oder sowas, aber ich habe gelesen, oder kann ich lang, mache ich gleich, dass es einen zweiten Teil in Planung gibt oder ähnliches, sodass es also in diesem Spiel wohl so ist, dass nicht alle Fragen beantwortet werden. Hier komme ich jetzt gerade nicht weiter. Kann ich denn springen? Nee. Nee, ich dachte jetzt, da geht's weiter, aber nee, offenbar nicht. Jetzt muss ich doch gleich mal gucken. Habe ich sowas wie springen? Ich werfe mal kurz einen Blick auf meine Übersicht hier. Aber ich glaube, mit springen habe ich nichts gefunden. Nein, ich kann ausweichen. Aber mehr eigentlich auch nicht. Ja, also ausweichen heißt halt einfach links oder rechts, also WASD-Steuerung eben. Springen kann ich nicht, also geht es da jetzt wohl dann doch nicht weiter. Gut, dann wollen wir mal durch das Tor treten. Dieses Spiel, wenn es jemanden interessiert, das kann man sich auf Steam besorgen, also da spiele ich es ja jetzt auch über den PC. Und ist aktuell, wenn ich das jetzt spiele, ist es gerade im Angebot 90% reduziert, also für 79 Cent, sonst 7,90 Euro. Bis ihr dieses Let's Play seht, wird es wahrscheinlich wieder auf dem Normalpreis sein. Ein alt aussehendes Buch. Kann ich aber auch nicht nehmen, ne?
Moment, kann ich... Rückwärts kann ich, ja. Ein abgenutzter Kessel. Nee. Wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Du musst den Riegel des Tors öffnen. Ist das gleich das erste Rätsel, oder? Nein. So. Das war ja einfach. Okay. Jetzt ist wieder so leicht. Also es schwankt immer so zwischen schwarz-weiß und leicht farbstichig. Oh. Hütte des alten Einsiedlers. Also ich sag mal, die Musik und dieses vielleicht gälische, diese gälischen Worte, also für mich sind sie gälisch. Oh, die einst wichtigen Erinnerungen von jemandem. Können wir uns das anschauen? Personen, die da wohl auf einer Mauer stehen oder so, auf einer Brüstung, an einer Brüstung. Ja, und auch das Wetter und die Vegetation und hier diese Bauweise lassen mich jetzt mal vermuten, dass wir vielleicht in Irland sind. Oder sowas? Eine einstmals geliebte Vase. Ein regendurchtränktes Buch. Da hat sich jemand sehr viel Mühe mit Adjektiven gemacht. Ein einstmals geliebtes Foto. Und überall Schallplatten, was ich auch ganz komisch finde. Die Hälfte einer zerbrochenen Schallplatte. Da hinten war ja auch noch eine Hälfte gelegen am Strand. Aber wir konnten wir auch nicht mitnehmen. Was haben wir hier? Ein alter Koffer. Ich glaube, dass man sich am Anfang diese Gegenstände noch sehr gerne anschaut und dann mit der Zeit dann einfach nur noch guckt, kann ich was mitnehmen oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob es hier irgendwie... Na, Kämpfe oder sowas wird es wohl nicht geben. Oh. Es fühlte sich an, als würde das nie enden. Die Welt würde nicht aufhören, auf mich einzustürzen, bis nichts weiter als Staub von mir übrig war. Das habe ich leider nicht mehr lesen können, von wem das Zitat war. Es wurde automatisch ausgeblendet. Was ist das hier? Hummerreusen. Es ist sehr dunkel übrigens. Also ich kann das hier jetzt gerade nur ganz schlecht erkennen. Noch mehr Fotos. Ein Zeichen der Zeit. Gut, dann gehen wir mal in diese Hütte rein, würde ich sagen. Hier haben wir noch eine Uhr. 10.10 Uhr. Mal schauen, ob sich die Uhrzeit verändert. Oh meine Güte, ist es dunkel. Kann ich hier nicht irgendwie Licht machen? Da liegt auf jeden Fall was. Ist ein bisschen scha... Oh, Moment. Das ist nochmal so ein Kolben, gell? Mhm. Nehme ich jetzt mal an, wie viele haben wir jetzt? Bunter Glas... Achso, da kann ich jetzt gar nicht weiter, oder? Nee. Ganz komisch. Na, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Okay. Jetzt schauen wir uns erstmal hier diesen Zettel an. Hoffentlich können wir den näher angucken. Ja. 14. Juni 1986, also einige Jahre vor dem letzten Zettel. Teddy Roberts. Darf ich vorstellen? Teddy Roberts, veröffentlichter Autor. Mein Agent James rief mich heute an und überbrachte mir die gute Nachricht, dass der Buchvertrag abgeschlossen wurde. Wer hätte das gedacht? Von meinem... Na? Ich wollte doch gar nicht weg. Von meinen ruhmlosen Anfängen in Glasgow zum veröffentlichten Autor. Ich kann nicht abwarten, es Rachel zu erzählen. Mhm. Also, ruhmlose Anfänge in Glasgow. Glasgow ist ja in Schottland. Bin ich ja vielleicht gar nicht so falsch mit meiner Vermutung, dass wir irgendwo im britischen Bereich sind. Auf einer britischen Insel. Was haben wir hier? Hier können, das ist ein Schalter, den wir betätigen können. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was die Ausgangs... Ach so, ein Fernseher, okay. Der scheint aber nicht zu funktionieren. Ein alter, stabiler Ölofen. Ich hätte gerne etwas mehr Licht. Ich sehe hier wirklich nichts. Ich glaube aber, dass das gewollt ist vom Spiel. Also heißt das jetzt, dieser Teddy Roberts, dieser Autor, hat quasi in dieser Hütte gelebt? Ich hänge übrigens gerade fest. So.
seltsame Geräusche hier im Hintergrund. Ich dachte erst, es hört sich ein bisschen an wie Robben, aber... Ach, Moment. Ach nee, da ist ein Lichtschalter. Es scheint keinen Strom zu geben. Yay. Wir fangen gleich wieder an, Strom wiederherzustellen. Immer noch 10.10 Uhr. Hm. Was haben wir hier? Das können wir auch nehmen, na? Hallo. Ja, nimm's doch. Moment. Deinem Inventar wurde ein Gegenstand hinzugefügt. Ja, ich würde jetzt aber gerne wissen, wie wir die Gegenstände durchblättern können. Moment, hier steht's. Mit X und Y anscheinend. Nein, mit X und Z. Ach ja, amerikanische Tastatur. Na super. Also wir haben jetzt einen Schattenwerfer und verschiedene bunte Holzkolben. Kann ich noch nicht so wirklich viel mit anfangen. Eine Milchkanne, ja. Vielleicht sollte ich mal versuchen, ein alter Holzschuppen. Hier vor uns. Vielleicht gibt es da so eine Art Stromgenerator. Das wäre ja ganz schön. Ansonsten müsste ich mir überlegen, für den nächsten Part mal vielleicht den Gamma-Wert ein bisschen anzupassen. So, was haben wir hier? Gegenstandsinteraktionen. Einige Objekte wie diese Schuppentür benötigen andere Gegenstände, in diesem Fall einen Schlüssel, um zu funktionieren. Aufgabe. Folge dem Weg, bis du einen Lagerschuppen findest und suche nach Schlüsseln. Also gut, dann brauche ich jetzt zumindest schon mal hier nicht probieren reinzukommen. Das geht also nicht. Was haben wir da? Oh, 1 von 22 Brigittenkreuzen. Jetzt wüsste ich gerne, was ein Brigittenkreuz ist. Ein Brigittenkreuz. Erinnert mich so ein bisschen an diese komischen Gegenstände im Blair Witch Project, also diese Hexenkreuze. Ein festgehaltener Zeit, also ein anderes Wort für ein Foto. Und eine intakte, naja, zerbrochene Schallplatte, aber ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Ja, aber da können wir jetzt auch nichts tun, nein. Also, das werden wir uns jetzt vielleicht nicht alles immer angucken. Die Fotos, das sind, also hier haben wir so eine, was ist das, ein Hafen? Sieht so ein bisschen aus wie eine Landschaftsaufnahme eines Hafens. Und viele, viele Bücher. Also, die würden für mich auf, wie hieß er, Teddy Roberts, glaube ich, hindeuten. Oh, hier haben wir ein Keltenkreuz. Du hast Finn McLaughlins Grab gefunden. Moment, McLaughlin, war das nicht der Arzt? Aber der hieß doch, glaube ich, anders, mit Vornamen, oder? Hieß der Finn? Ich weiß es gar nicht. Also Finn McLaughlins Grab haben wir gefunden. Steht hier einfach so im Weg mit so typisch keltischen Verzierungen. Also ich lege mich jetzt mal fest und sage, wir sind in Irland oder auf einer irischen Insel. Irgendwie sowas. Alte Koffer. Und überall dieses Hab und Gut. Also auch hier oben noch, unten am Strand, da dachte ich, ah, da ist noch so ein komisches Brigittenkreuz. Am Strand dachte ich ja, dass das so Treibgut wäre, dass wir da eben Schiffbruch erlitten hätten. Aber hier liegen diese Sachen auch noch rum. Ist schon sehr schön gemacht, auch wenn ich noch nicht... Oh. Was passiert denn jetzt hier? Oh, wir hören also unser Herz rasen. Ich gehe hier gerade mal ein Stückchen zurück. Ist jemand hinter uns oder so? Oh, ich kriege gerade voll Gänsehaut hier. Was ist denn das? Oh, jetzt bootet mein Handy. Ich habe jetzt wirklich... Ich meine, es ist jetzt Vormittag bei mir. Draußen scheint die Sonne. Ich habe schon überlegt, eigentlich sollte man das im Dunkeln spielen, aber ich habe gerade jetzt schon voll die Gänsehaut gekriegt. Mit diesem Kinderlachen
Hatten wir da jetzt eine Halluzination oder was war das jetzt? Das Kind sah auch sehr gruselig aus. Und dann diese verzerrte Wahrnehmung und ich wusste jetzt überhaupt nicht, was ich machen sollte gerade. Man sieht auch so wenig. Oder haben wir jetzt eine Menge zum Angucken? Ich glaube, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Ich möchte die Parts hier nicht zu lang machen, weil ich das Gefühl habe, dass das Ganze auch sehr auf meine Laptop-Leistung geht. Ich will nicht, dass der heiß läuft. Aber beim nächsten Mal schauen wir uns hier genauer um und dann bin ich mal gespannt, was es mit diesem Kind auf sich hat. Und dann wollen wir den Schlüssel für den Lagerschuppen finden. Was ist das denn? Achso, das war einfach nur so ein bisschen die Grafik da hinten. Ah, gefällt mir aber von der Location her sehr, sehr gut. Ich mag ja dieses leicht nordische und ungemütliche mit grauer See und hier die Möwen. Oh, toll. Ach so scheiße finde ich es jetzt ehrlich nicht, das Spiel bisher. Ich habe ja noch nichts gesehen. Gut, in der nächsten Folge schauen wir uns hier genauer um und versuchen, das Geheimnis des Protagonisten, der noch keinen Namen hat, zu lüften. Vielleicht sollten wir ihm einen Namen geben. Da hat jetzt er gehustet, das war ich jetzt ausnahmsweise mal nicht selber. Ja, danke für euer Interesse und fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn wir beim nächsten Mal die Insel weiter erkunden. Ich bin sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Bis dann. Tschüss.